Anfängliche Nachforschungen in das Leben von Radon Hagedon konzentrierten sich auf die Zeit seiner späten Jugend bis in seine frühen 30er. Aber unsere Forscher blieben unbeeindruckt von seiner ruhigen und stoischen Art, gepaart mit extremen Wutausbrüchen. Dies war nicht die Art Führungsperson, die wir unterstützen wollten. Wir entschieden uns daher, in seine frühe Kindheit zu tauchen, in der Hoffnung, dass Szenen des vorkolonialen Amerika mehr Anreiz bieten würden. Wie man hier sieht, existiert ein gewisser naiver Charme, eine Unschuld bei diesem Jungen. Leider haben unsere Forscher den Eindruck, dass die Geschichte des jungen Mannes äußerst problematisch ist. Erstens, die Omnipräsenz der Mohawk-Kultur, die nicht das Gleichgewicht aufweist, die ganze Geschichte Amerikas zu erzählen. Und zweitens wäre die Sprache der Mohawk für viele unserer Kunden sicherlich ein Hindernis. Daher glauben wir, dass obwohl Radon Hagedons frühe Jahre für unsere gebildeteren Kunden von Interesse sein mögen, es unwahrscheinlich ist, dass diese Geschichte eine breite Masse anspricht. Sie ist dem normalen Publikum zu fremd. Unser Team empfiehlt auch hier ein Nein.